Hey, guck mal diesen Idioten an. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, das letzte Video hat euch gefallen, vor allem die Strecke, die wir gefahren sind, denn die fahren wir heute noch einmal, aber diesmal andersrum. Ja, ich denke, wir drehen wieder nur eine Runde. Ich denke, das war auch okay, so von der Länge des Videos und alles. Ich war jetzt gerade noch ein bisschen im Industriegebiet. Ich dachte, ich übe noch ein bisschen, bevor ich losfahre, so dass ich ein bisschen aufgewärmt bin. Dann quatschen wir gar nicht so lange und fahren los. Ja, also das Schalten ist jetzt auch schon um einiges besser als vorher. Mit Schalten hatte ich ja sowieso nicht allzu Mühe, also ich bin auch ein paar Mal ausgerutscht oder so. Aber ich wusste immer, welcher Gang drin ist, was ich genau jetzt machen muss. Gut, kommt halt auch ein bisschen vom Autofahren, dass man halt in die Kurve mit, ja, im zweiten halt rein soll oder so. Wenn man langsam fährt. Aber das Anfahren, das ist halt wirklich, das muss ich noch mehr üben. Anfahren, vor allem also anfahren in, wie soll ich sagen, in Stresssituationen. Klar, es ist ja, wenn ich jetzt hier stehe und ein Auto kommt, es ist ja nicht allzu stressig, aber mich macht es ja trotzdem nervös. Das meine ich ein bisschen damit. Dass ich dann nicht allzu hastig reagiere, sondern immer noch gemütlich, wie als wäre ich im Industriegebiet. Wie im Industriegebiet, dass ich einfach gemütlich darauf reagiere. Oder zum Beispiel, wenn kein Auto hier ist. So müsste ich ja immer reagieren. Als wäre nichts da und ich bin frisch, fröhlich und munter. So sollte ich eigentlich ja immer reagieren. Aber ich glaube, das kommt schon. Das ist halt. Ja, ich bin halt immer noch total der Newbie. Total. Meine Leute, das ist meine zweite Straßenfahrt. Das zweite Mal auf der Straße. Also, habt ein bisschen Geduld mit mir. Ja, ich habe noch den Tipp bekommen, ich habe an meinen Schwager, der schon seit Jahrzehnten Motorrad fährt. Also die guten Tipps habe ich auch von ihm. Ich hab ihn angehauen und habe ihm gesagt, also er fragte mich, wie war deine erste Stunde? Und da habe ich ihm das erklärt und habe gesagt, das ist so und so. War eigentlich ganz gut, aber ich habe Muskelkater. Meine Arme tun mir weh. Und da sagte er, ja, du bist zu verkrampft. Das passiert nur, weil du verkrampft bist. Und jetzt versuche ich darauf zu achten, dass ich nicht so verkrampft bin. Und ich hoffe, das klappt. Ich hoffe,
Also wir werden es auch sehen, wenn ich dann zu Hause bin. Ob ich verkrampft war oder nicht. Also ich bin immer noch im zweiten. Ich will zuerst den Berg hoch. So, jetzt. Jetzt sind wir im dritten. So, jetzt musste ich mich ein bisschen konzentrieren, sorry. Entschuldigung, aber ich war jetzt, ich, Gas geben und so, war halt schon, ja. Musste ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, wie gefällt euch die Strecke von der anderen Seite aus? Vieles geändert hat sich ja nicht seit dem letzten Video. Also keine Baustelle oder sonst was, kein neues Haus. Ist alles noch beim Alten. Aber das Wetter ist toll. Aber leider wieder das erste Mal ein bisschen windig. Aber es ist okay. Ich finde, für mich ist das sowieso gut, wenn es ein bisschen windet, wenn es allzu einfach, darf es auch nicht sein. Ich muss gefordert werden. Und genau so werde ich ja gefordert. Wirklich, die Gegend gefällt mir so sehr. Und zum Üben finde ich es recht gut, weil es hat nicht allzu viel Verkehr. Aber trotzdem mit Kurven und da und dieses. So Leute, hinter mir ist ein Auto. Deswegen musste ich ein bisschen konzentrieren. Hier ist unser Golfplatz. Ich habe noch nie Golf gespielt, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie da dieses Feld also dementsprechend ist. Aber es ist sehr gut besucht. Und daraus schließe ich, dass dieses Feld oder ich, was sagt man, ja, dieser Platz schön ist oder gut ist. Scheiße, über die sollten wir nicht fahren. Oh, schön. Also ich liebe Pferde, ne? Als kleines Kind ging ich viel reiten mit meinem Vater.
das habe ich von ihm. Er hat als Pfleger, als Tierpfleger hat er gearbeitet. Und da nahm er mich sehr oft in den Pferdestall mit, von seiner Bude, in die er früher gearbeitet hat. Und da habe ich dann das Reiten gelernt. Es ist wirklich ein geiles Gefühl, wenn andere Motorradfahrer dich grüßen. Das ist wirklich so cool. Ja, das Schalten geht schon viel besser. Und also das Schnellfahren. Das letzte Mal, da bin ich ja keine 80 gefahren, höchstens 70. Und jetzt klappt das auch schon sehr gut. Sind wir wieder in meiner Gemeinde. Strabag, da wisst ihr ja, in diesem Industriegebiet haben wir unsere ersten Schritte gemacht. Hier. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und falls ihr ganz coole Leute seid, dann teilt ihr das Video mit euren Freunden und eurer Familie und sagt denen, hey, guck mal diesen Idioten an. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt euch Sorg. Glückwunsch.